Wir sind es gewohnt, unser Geschäft auf einer Toilette zu verrichten und denken uns auch gar nichts dabei, dass wir Kot und Urin zusammenmischen und mit Wasser die Kanalisation bzw. zur Kläranlage spülen. Für uns ist es sogar selbstverständlich und die meisten, die halt dann irgendwas anderes machen, dann werden dann als eklig empfunden. Allerdings hat es weit verheerende Folgen und auch Probleme, die uns auch selbst betreffen, einerseits finanziell und auch andererseits betrifft es auch sehr stark bzw. auch einen Einfluss auf unsere Natur bzw. auf den natürlichen Kreislauf. Von daher ist halt umso wichtiger es ist, auf die Komposttoilette bzw. eine Trenntoilette umzusteigen. Noch weiter darauf eingehen, warum die Spültoilette die reinste Katastrophe ist. Nein, doch. Und noch ein paar Möglichkeiten zusätzlich aufzeigen, wie ihr nochmal Geld im Garten sparen könnt. Einfach aus dem Grund, weil wir jetzt ja in dieser künstlichen Katastrophe hier befinden und das hier. What the hell are you talking about? Ihr da am besten daraus navigieren könnt. Wenn ich unsere Gesellschaft so betrachte, dann kommt es mir so manchmal vor, dass wir in vielen Bereichen oftmals nur so tun, als ob wir so weiterentwickelt bzw. hochentwickelt seien. Und wir einfach sehr viele Themenbereiche, Sachverhalte und auch sehr viele Probleme oder Herausforderungen ziemlich stark verkomplizieren bzw. wir machen sie eigentlich schwieriger, als sie von vornherein sind. Da auch das Thema jetzt mit der Spültoilette und wie wir halt mit unseren Fäkalien einfach umgehen. Und das ist halt einerseits, haben wir uns schon so ein riesen Konstrukt halt auch aufgebaut, zum Beispiel mit den ganzen Kläranlagen, Kanalisationen, da sind ja schon aber Milliarden an Euro da mit reingeflossen, alleine das ganze Zeug halt auch zu bauen, es zu warten, zu pflegen und so weiter und so fort. Und es war dann zum Beispiel so eine kleine Geschichte von mir. Also in meiner Gemeinde wurde vor 2-3 Jahren wurde dann angefangen, eine Kläranlage, eine neue aufzubauen, weil die alte halt schon sehr veraltet war und man wollte eine neue aufbauen. Also man hat alles Mögliche geplant, hat dann das auch umgesetzt und auch gebaut und dann sind auch sehr hohe Kosten entstanden, also 7 Millionen Euro hat jetzt diese Kläranlage ungefähr gekostet und das wurde natürlich auf die Verbraucher bzw. auf die Bürger der Gemeinde umgelegt und dann ist es ja halt auch dazu gekommen, dass er halt dann jeder tief in die Tasche greifen musste und dann gab es auch Leute, die mussten auch vierstellig in die Tasche greifen, war halt für sehr viele eine finanzielle Belastung und das halt einfach dafür, dass wir unseren Kot und auch unseren Urin einfach weggeben bzw. auch unseren Dünger. Das ist halt die erste Kostenfaktor, diese ganze Infrastruktur erstmal zu bauen, die halt so von vornherein eigentlich gar nicht nötig wäre. Diese 7 Millionen Euro waren jetzt einfach nur für den Bau dieser neuen Kläranlage. Da kommt ja dann noch später diese Betriebnahme dazu. Das heißt, man muss ja da Leute auch einstellen, die halt dann da die ganzen Arbeiten erfüllen für eine Kläranlage. Und auch später weitere Wartungen durchführen. Das heißt, da kommen nochmal zusätzliche Summen hinzu und das könnte man natürlich jetzt auf ganz Deutschland ausweiten mit den verschiedenen Kläranlagen. Und dann kann man sich dann ungefähr vorstellen, was für enorm hohe Kosten allein nur dadurch, dass man halt so eine Anlage hinstellt, entsteht. Und das sind ja jetzt nur diese Betriebskosten und Aufbaukosten. Da kommen jetzt noch die ganzen Verbrauchskosten dazu, die ja auch zum 96-99% die Verbraucher zahlen, einerseits die Wassergebühren und die Abwassergebühren, dann werden ja auch einerseits Grundpreise festgelegt, die man halt jährlich zahlen muss, also so einen jährlichen Tarif, sage ich mal, den muss halt dann jeder zahlen und dann kommen halt noch die Variable hinzu, also das heißt, wie viel Wasser verbrauche ich und wie viel Abwasser verbrauche ich, das ist auch wieder je nach Region unterschiedlich, auch nach Bundesland, wie hoch da die einzelnen Preispauschalen sind für 1000 Liter. So. Machen wir ein kleines vereinfachtes Rechenbeispiel für euch, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, in welchen Dimensionen wir uns auch bewegen. Also der Durchschnittspreis für 1000 Liter Wasser beträgt ungefähr 2 Euro und bei Abwasser setzen wir jetzt mal für 1000 Liter 3 Euro an. Zählt man das jetzt beides zusammen für Wasser und Abwasser, kommen wir ungefähr auf 5 Euro auf 1000 Liter. Jetzt gehen wir jetzt mal bei unserem Toilettenbeispiel davon aus, dass wir 5 Leute im Haushalt haben und die tun halt jetzt am Tag für die Toilettenspülung 100 Liter verbrauchen. Dann würde man so ungefähr auf den Tag auf 50 Cent kommen, die man jetzt zahlt für die Spülung. Und wenn man das jetzt hochrechnet auf das ganze Jahr, kommt man auf ungefähr auf 182,5
Euro und auf über 30.000 Liter, die man halt jetzt einfach nur durch die Toilettenspülung verbraucht. Und das ist jetzt in dem Beispiel jetzt nur die Toilettenspülung. Wir nutzen ja für weitaus mehr Sachen wertvolles Wasser, was wir einfach das ins Abwasser weitergeben, zum Beispiel duschen, gehört damit dazu, oder auch baden. So als kleines Beispiel, also überall, wo wir halt Wasser nutzen, da würden sich halt dann auch die Kosten zusätzlich summieren, aber müsste man die halt einfach alle differenziert nochmal erachten, weil vieles jetzt zum Beispiel, wenn man Wasser nur trinkt, das jetzt nicht in die Rechnung mit einfließt, fürs Abwasser sage ich. Und da jetzt einfach hier nur auf die Toilette bezogen, was halt eine enorme Summe ist, und wir spülen hier einfach wertvollen Dünger auch für unseren Garten hinweg. Gab es ja auch vom NDR, die haben mal eine Dokumentation gezeigt, dass man halt auch super Urin für als Dünger für die Pflanzen nutzen kann. Und auch den Kot, wenn man das richtig macht, in einer Trenntoilette mit Pflanzenkohle und Holzspäne, und das man dann auf dem Kompost, einen separaten Kompost daraus macht, dass man dann halt später einfach den Dünger, einen guten Dünger in Form von Kompost hat, den man dann bei sich auf die Erde mit einbringen kann für die Beete und so eine Kreislaufwirtschaft am Laufen hält. Und genau diese Dynamik finde ich ja sehr interessant, dass die Leute ja einerseits jetzt wertvollen Dünger in Form von ihren eigenen Fäkalien weggeben und auch Wasser abspülen, obwohl wir halt in einer momentanen Situation sind, weil der Grundwasserspiegel immer weiter sinkt. Also wir verschwenden Wasser und wertvolle ja, Ressourcen für unseren Garten. Und viele Leute kaufen sich dann natürlich auch externen Dünger halt dann auch wieder dazu. Und dieses Jahr ist es halt auch so, dass auch in der Landwirtschaft die Düngerpreise ja explodiert sind. Aufgrund des Konfliktes, den es ja in der Ukraine jetzt wieder neu angefacht worden ist. Der existiert ja schon seit 2014. What? Wissen ja die wenigsten. Jedenfalls einerseits aufgrund dieser Tatsache und auch die steigenden Gaspreise sind auch die Preise für die Herstellung von Dünger gestiegen, weil man halt nicht mehr so viel produzieren kann, und es ist ja einfach ganz normale Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Wird das Angebot weiter runtergesetzt und die Nachfrage steigt, steigt natürlich auch der Preis. Also man heißt, man konnte halt nicht mehr so viel herstellen von denen, und die Preise sind halt deswegen auch gestiegen. Im März ist der Stickstoffdünger Kalkasumalpeter auf 1000 Euro pro Tonne angestiegen, ist natürlich dann etwas wieder runtergegangen, so bis zum Juni, und dann ab dem Juni bis jetzt zu unserer heutigen Zeit merkt man wieder eine starke Preiserhöhung von 800 bis 900 Euro, und das kann man sich dann auf viele verschiedene Dünger auch mit anwenden, dass halt die Preise tendenziell sehr stark gestiegen sind. Und genau das finde ich halt das Paradoxe halt, dass einerseits wir in unserer Gesellschaft so also wertvolle Ressourcen wie unseren Kot und unseren Urin wegwerfen. Und auch die Landwirte, die könnte man das auch zur Verfügung stellen. Den Kot und Urin zum Beispiel in der Stadt, das wäre eine Lösung, dass man das halt in Komposttrenntoiletten sammelt und dass dann die Landwirte in die Stadt fahren und die ganzen organischen Materialien von den Menschen, den fermentierten Urin und auch den Kot, wenn man es halt richtig gemacht hat, den Landwirten zur Verfügung stellt, damit die das in ihre Erde einarbeiten. Solche Praxisen gab es auch schon mal, dass man das gemacht hat. Wird ja jetzt nicht mehr gemacht, weil man halt diese chemischen Dünger oder beziehungsweise diese synthetischen Dünger halt hat, die man einfach drauf streut. Und genau, und das ist halt auch dieses zusätzliche Paradox auch bei den Einstellungen der Menschen, wo wir jetzt in Zeiten der Inflation uns befinden, dass halt dann sehr viel trotzdem noch chemische Dünger zum Beispiel kaufen, das in ihre Beete mit reingeben, obwohl man halt das halt auch mit zum Beispiel Stickstoffdünger, man könnte auch seinen eigenen Urin nutzen, damit man halt das Pflanzenwachstum mit anregt. Da sind auch Harnstoffe mit drinnen in Urin, und daraus wachsen auch ziemlich gut Pflanzen. Und das andere Paradoxe, was ich halt auch finde, jetzt abseits fern von der Toilette, sondern einfach von den organischen Materialien, also viele Leute, die tun ja ihre Bäume kleinschneiden, ihren Rasen mähen, also es fällt immer sehr viel organisches Material an. Und was machen die Leute? Sie sehen das irgendwie als Müll an und fahren das halt zum Wertstoffhof und bringen es halt irgendwo weg. Bei mir in der Nachbarschaft machen sie so, dass es mir alle geben, wo ich dann die Holzreste häckseln kann, das Laub oder den Grasstand einfach zum Mulchen nutzen kann. Und das Mulchen hat einfach den Vorteil, dass sich halt dann Lebewesen, Bakterien ansiedeln und die halt mein Pflanzenwachstum nochmal zusätzlich fördern, Humus aufbauen und meine Bodenstruktur um einiges verbessern, dass ich allein durch den Humus schon weniger Wasser verbrauche, weil die Pflanzen auch stärker werden und die Struktur einfach von dem Boden durchgängiger ist, der Humus auch besser Wasser speichern kann und durch die Mulchschicht einfach auch viel weniger verdunstet, weil halt die Erde nicht nackt ist. Das heißt,
der Boden ist nicht offen, die Sonne kann nicht direkt drauf scheinen und das sofort austrocknen, sondern alles ist geschützt. Jetzt möchte ich mal noch kurz hinzufügen zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, dass halt die Menschen einer Stadt halt ihre Fäkalien sammeln sollen und das den Landwirten dann abholen sollen. Und ich weiß, in unserer Gesellschaft wird es vielleicht etwas länger dauern, bis das vielleicht großflächig so arrangiert wird, dass halt der Landwirt denen die Kotreste da mit reinbekommt. Manche wollen sie vielleicht auch nicht von einer Komposttrenntelette überzeugen lassen oder finden es halt auch einfach eklig. Jedenfalls, solange halt diese Lösung noch nicht so großflächig eingeführt ist, man kann es ja auch so machen, dass man vielleicht aus der Stadt einfach aufs Land rauszieht und seinen eigenen Garten irgendwie bekommt und so das selbst praktizieren kann und man genug auch Platz hat für einen Kompost. Ist sowieso für viele Menschen viel gesünder, auf dem Land zu leben, anstelle auf, in der Stadt. Kann ich nur sehr empfehlen. Oder man macht es halt einfach so, man sammelt das ganze Zeug halt irgendwo an. Wenn man dann jetzt in der Wohnung lebt, fährt raus in den Wald mit dem Eimer und vergräbt es halt dann irgendwo, wo es halt jetzt nicht auffällig ist, immer an verschiedenen Orten und tut so halt den Kreislauf wieder schließen. Das wären jetzt so meine Möglichkeiten, die jetzt mir so plump einfallen. Ich habe auch schon die ersten sagen, dass halt sehr viele Leute auch Medikamente nehmen und die jetzt nicht unbedingt die Medikamente-Rückstände, die man ja in dem Urin und in dem Kot findet, jetzt unbedingt draußen mal aufs Feld haben möchte oder damit die Pflanzen aufwachsen lassen oder so. Well, that's right. Aber welche Lösung bietet sich denn sonst an? Also die Sachen sind jetzt halt drin. Also einerseits kann man es halt dann so machen, dass man halt dann Sonderkomposte aufbaut und auch den Urin sammelt und dann halt versucht mit speziellen Bakterien und auch Pilzen gezielt hat, diese Medikamentenrückstände abzubauen. Das ist bestimmt möglich, weil die Natur ist ja so ein Wunderwerk. Also da gibt es ja Sachen, dass auch Straßen abgebaut werden können. Plastik kann von Bakterien und auch zum Teil von Pilzen abgebaut werden. Also von der Natur kann alles Mögliche abgebaut werden und auch diese Medikamente können, denke ich mir, sehr leicht auch abgebaut werden. Man hat die richtigen Bakterien und mit den richtigen in der richtigen Umgebung halt für diese Bakterien da einstellt. Also müsste man das halt ein bisschen planen und arrangieren. Faszinierend. Und sonst empfiehlt sie sich halt einfach, dass die Leute halt wieder zurück zu den ursprünglichen Essverhalten halt auch kommen, weniger Industriefraß zu sich nehmen, vielleicht auch in Richtung Rohkost halt auch gehen, schleimfreie Heilkost zum Beispiel, wie ich das halt mache, in Darm reinigen, in den Körper pflegen und auch, ja, nicht mehr so viele Medikamente nehmen, also eigentlich mehr Sport machen, also eigentlich alles, was halt das Leben auch lebenswert macht, beziehungsweise Lebensqualität auch erhöht, wenn man sich halt eine gesündere Lebensweise auch an den Tag legt. Dass man halt dann auch hier diese Grundsteine beziehungsweise den Prozess halt startet, dass halt die Leute in diese Richtung gehen, dass es dann auch etwas unbedenklicher ist, halt den eigenen Kot oder auch den eigenen Urin dann auch zu nutzen. Soviel zum Thema Spültoilette. Jetzt möchte ich noch auf ein paar Punkte eingehen, wie ihr nochmal zusätzlich im Garten Geld und Ressourcen einsparen könnt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Gartengeräte habt, die mit dem Akku betrieben sind oder auch mit Benzin, dann schaut, dass ihr vielleicht auch eine Variante herbekommt, die jetzt ohne Energie oder auch ohne Benzin funktionieren. Als Beispiel habe ich jetzt auch eine Elektrosense. Und meine Eltern haben jetzt zum Beispiel eine Solaranlage, das heißt, theoretisch am Tag ist der Strom halt umsonst, weil wir die Energie bzw. den Strom selbst produzieren. Jedenfalls, wenn das aber jetzt zum Beispiel alles ausfällt und die Sonne mal nicht scheint, ist halt immer noch besser. Man hat jetzt zum Beispiel eine Sichel oder auch eine Sense, um zum Beispiel seine Wildblumenwiese zu mähen oder auch seinen Rasen. Oder auch andere Stelle. Einerseits ist man auch ziemlich fit, man ist gut sportlich unterwegs halt auch dabei, körperlich fit. Und die meisten haben in der Regel keinen so großen Garten, wo jetzt diese Arbeit mehrere Stunden in Anspruch nehmen würde. Also ich zum Beispiel, die Blumenwiese tue ich in circa einer halben Stunde mit einer Handsense gut durchmähen, weil ich auch ziemlich viel Übung habe im Tai Chi. Und da gehen halt diese Bewegungen auch Hand in Hand mit rein. Und man müsste ja theoretisch gesehen eine Wildblumenwiese auch nur alle vielleicht im Jahr ein- oder zweimal mähen. Und da ist halt auch das Problem bei sehr vielen. Also viele haben ja den englischen Rasen. Und man hat ja jetzt in dem Sommer halt gesehen, oder zumindest bei mir in der Gemeinde, habe ich halt sehr viele Garten gesehen, da wo halt der schöne, grüne, saftige Rasen eigentlich mehr eine Wüste glich. Also komplett vertrocknet. Und ja, da hatten die Leute einfach, konnten nicht mehr so viel Wasser da entbehren, dass sie da überhaupt was ihren Rasen retten können bei der langen Zeit. Und da ist halt auch das Problem, dieser ganze englische Rasen, der verbraucht ja auch
einiges an Wasser, um den halt so schön zu pflegen. Und die Leute mähen den auch regelmäßig mit ihren Rasenmähern. Und da wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, was ja auch von meiner Gemeinde zum Beispiel empfohlen wird, dass man eine Wildblumenwiese anlegt bei sich im Garten. Einerseits die Insekten und die Bienen auch was davon. Man hat auch viel weniger Arbeit. Also wie gesagt, man muss nur ein- bis zweimal im Jahr mähen oder sollte man die halt mähen. Und außer man möchte halt zum Beispiel jetzt Wege frei machen. Also gibt es ja immer wieder Ausnahmen. Und man ist halt auch in Bewegung, ist gesund, Sport, man ist in der frischen Luft und kann halt auch abschalten und spart sich halt in dem Punkt zum Beispiel Ressourcen ein. Und zum Schluss könnte ja für viele der Winter eine ziemlich große Herausforderung sein in Sachen ja, Wärmen und Heizen. Und da fallen mir jetzt spontan auch nur die Sachen an, dass man sich vielleicht eine eigene Biogasanlage irgendwie herbekommt, vielleicht Kuhfladen und den halt verbrennt, dass man halt da schaut, wie man halt da irgendwie Wärme generiert, auch in Sachen von der Natur. Man kann ja auch sein Gewächshaus so aufbauen, dass man jetzt da nicht unbedingt heizen muss, dass man da auch eventuell auch mit Mist arbeiten kann, der dadurch das Gewächshaus auch wärmt. Da habe ich schon ein paar Sachen mal so gesehen, werde aber jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Sonst, wer halt einen Wald hat, da kann sich da zum Beispiel Brennholz dann rausnehmen, beziehungsweise auch schlagen. Die Holzpreise sind ja auch in die Decke gegangen, aber wer jetzt schon mal einen Wald hat, der profitiert jetzt auch davon, dass er sich dadurch vielleicht, wenn er dann noch einen Holzofen hat, dass er da dementsprechend seine Wärme auch generiert. Sonst, was ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung euch empfehlen würde, ist, sich einfach auf diese Kälte auch gewöhnen. Und ich habe auch mit Leuten geredet, früher war es halt so, dass man seine Bude so auf 15 Grad hochgeheizt hat. Und ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, oder beziehungsweise ich bin es halt immer so gewohnt, im Winter maximal in einem Raum bei 25 Grad, wo dann die Leute auch zum Teil anfangen zu schwitzen. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Wir haben uns halt total drauf gewöhnt, dass wir halt in so ein, an diese Wärme, sage ich mal, und dass halt dann schon kältere Temperaturen von 20 bis 5 oder 15 Grad schon als sehr kalt und unangenehm ankommen. Aber wenn man sich halt daran gewöhnt hat, dann ist es auch dementsprechend kein Problem. Ich nochmal zusätzlich bei mir mit der Rohkostreinigung, die ich ja schon seit 5,5 Jahren mache, dass mein Körper sich schon allgemein auch dran angepasst hat. Mich friert jetzt nicht mehr ganz so leicht, also die 15 Grad wären für mich jetzt zum Beispiel überhaupt kein Problem. Und ich bin auch aufgrund von meiner Gartenarbeit bin ich auch sehr lange draußen. Auch im Winter habe ich mich schon ziemlich gut abgehärtet, sage ich mal, beziehungsweise die Impulse meinem Körper gegeben, dass ich da auch draußen bin in der Kälte, bei mehreren Minusgraden auch die letzten Jahre und auch bei Regen war ich, also bei unangenehmem Wetter, ich war halt immer kalt, habe dann auch ziemlich stark gefroren und so, habe meinem Körper dementgehend auch die Impulse gegeben. Also von daher schaut, dass ihr halt eure Ernährung halt besser auf die Reihe bekommt, weil dann je besser die Ernährung ist, desto mehr Energie hat auch der Körper, weil er nicht unbedingt für die Entgiftung da aufbringen muss oder für die Verdauung, hat er einfach für den Körper. Das merke ich jetzt bei meiner Rohkostreinigung, dass ich da die Hitze besser klarkomme und auch Kälte. Und schaut einfach, dass ihr euch einfach an kühleren Temperaturen auch gewöhnt, 15 Grad zum Beispiel beim Heizen, dass ihr da langsam an diese Schritte hinkommt, dass ihr halt nicht eure Bude vollkommen hochheizen müsst, weil ihr einfach dran gewöhnt seid. So viel von mir zu diesem Thema. Ich hoffe, das ist für euch ein kleiner Denkanstoß, dass ihr jetzt nicht unbedingt euer Geld und Ressourcen die Toilette zum Beispiel runterspült oder einfach aus dem Fenster wirft, weil ihr halt gewisse Gewohnheiten habt. Dann einfach so kleine Anregung für euch, wie kann ich das jetzt besser machen, wie kann ich Ressourcen sparen, mein Portemonnaie auch etwas entlasten und die Ressourcen im Allgemeinen einsparen und den Kreislauf, in dem wir uns ja auch befinden, darin besser zu leben, beziehungsweise sich darin wieder zu integrieren. In diesem Sinne, Daumen nach oben geben, kommentieren und auch den Kanal kostenlos abonnieren, dabei auch auf die Glocke drücken. Einfach hilft mir für den Algorithmus, das ist das Wichtigste, dass meine Videos weiter verbreitet werden und ich damit auch mehr Leute erreichen kann. Also von daher bin ich dafür sehr dankbar, bin auch auf eure Hilfe mit angewiesen. Und sonst könnt ihr auch gerne das Video weiter teilen und verbreiten für Leute, die jetzt sich in diese Richtung jetzt mal vorbereiten und jetzt vielleicht die Toilette nicht im Sinn hatten, dass man da einiges machen könnte, um halt auch Geld und Ressourcen zum Beispiel zu sparen. Und sonst weitere Infos auf meiner Webseite, Produkte, Coachings, Kurse, wenn ihr alles unten verlinkt, könnt ihr mal gerne draufschauen, könnt ihr mal ein bisschen die Webseite anschauen, finde ich ziemlich gut gemacht von mir. Und dann könnt ihr mich auch gerne kontaktieren, wie gesagt in den Kommentaren oder auch per E-Mail. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin.